Hallo meine Lieben, heute gibt es einen richtig einfachen, leckeren Kartoffelgratin. Absolut basic Rezept, passt super zu super vielen Hauptgerichten. Ich habe heute Unterstützung, Mausi hat keinen Kindergarten, wollte unbedingt mit dabei sein. Viel Spaß beim Video. So, let's go. Folgende Anzahl Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Ich habe hier meine Navigini und den 3,5 Liter Topf, großen Seco Quick mit dem Audiotherm. Von den Lebensmitteln her haben wir hier 1,2 Kilo Kartoffeln. Vorwiegend festkochen oder festkochen solltet ihr nehmen. Dann habe ich hier 200 Milliliter Sahne, 100 Milliliter Gemüsebrühe und im Nachgang brauchen wir nochmal 200 Milliliter Sahne, damit es schön cremig wird. Dann habe ich hier nochmal Käse, 250 Gramm. Emmentaler könnt ihr nehmen, Gouda könnt ihr nehmen. Spielt eigentlich keine große Rolle, bisschen Mozzarella vielleicht noch. Dann habe ich hier eine Gewürzmischung selbst gemacht und da ist Salz drin, da ist Majoran drin, da habe ich Muskatnuss drin, ein bisschen Pfeffer und Paprika edelsüß, aber das könnt ihr wirklich nach Geschmack machen. Und nachher nochmal einen Esslöffel Speisestärke, um das Ganze anzudecken. So, wir fangen an mit dem Schnibbeln und zwar nehmen wir uns die Kartoffeln und schnibbeln die, schälen die und schnibbeln die in dünne Streifen. So. Super. Hallo, ich bin Mr. Kartoffel. Ja. Ja? Das weiß ich. Ich bin lecker. Was ist das? Kartoffeln sind fertig. Schön dünn. Also, schön dünn geschnitten. Manche auch ein bisschen dicker. Spielt keine große Rolle. Und jetzt ist es soweit, dass wir uns das gleich in den Topf reingeben. Schatzi, hilfst du mir? Ja? So, hier als allererstes bitte die Gemüsebrühe rein, damit der Boden benetzt ist. Dann geben wir uns die Kartoffeln rein und dann die schöne Gewürzmischung mit der Sahne. Rein. So, meine Lieben, jetzt haben wir alles drin. Jetzt setzen wir uns den Seco Quick oben drauf. Hier einfach verriegeln. Hier gehe ich auf A, weil dann brauche ich nicht gucken. Und drücke mir zweimal in die Mitte drauf, damit Soft-Symbol erscheint. Und gehe auf eine einzige Minute. Das reicht. So, eine Minute. Der fängt an, blau zu blinken. Der verbindet sich jetzt. In der Zeit kann man hier ein bisschen klar Schiff machen. Und wenn das Ganze dann von alleine drucklos ist, dann können wir schon restliche Sahne mit Käse dazu geben. Der Pieper ruft, wir können alles abnehmen, alles ausmachen. Wir warten kurz auf den Navigino, bis er von alleine drucklos ist. Und in der Zeit können wir uns hier schon mal die Sahne mit der Stärke vermixen. Supi. Und wir rühren, rühren, rühren. Die Sahne, denn sie will gerührt werden. Die Sahne, Sahne, Sahne. Ja, wir rühren sie, wir rühren sie. Papa ist ein alter Rapper. Jetzt nehmen wir uns unsere Navigino, setzen die über Kopf oben drauf, die rastet dann hier jetzt ein und ich gehe hier auf zwei Striche zum Gratinieren und beim Audiotherm gehe ich aufs Backofensymbol und gehe auf 7 Minuten. Der fängt jetzt wieder an blau zu blinken, verbindet sich, gratiniert uns das Ganze, die Sahne dickt dann richtig schön an in der Zeit und schon ist Kartoffelgratin fertig. Beste Part des Videos, ich probiere, ihr guckt zu, beziehungsweise Mausi probiert. Mausi, hast du? Sieht man das da unten? Mhm. So, ich probiere auch. Mit ordentlich Käse. Mhm. Lecker, oder? Schön cremig, so wie er sein soll, nicht flüssig. Und die Kartoffeln mit der Würzmischung richtig. Tolle Note. Ja, lecker. Lecker, Schatz? Ja? Okay, sie will Fernsehen gucken. Alles klar, mein Lieben. Besucht uns auf alle Social Media Kanäle, holt euch die Apps, im App Store und im Play Store. Und wir sehen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr, mein Lieben. Macht's gut, ciao, ciao.